Willkommen zum Wiedergutmachungsduell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04. Mit 1:3 verloren die Hessen ihren Auftakt gegen Werder Bremen. Und mit 0:4, ganz dem Namen nach, gegen die Schalker unter, gegen Hertha BSC Berlin. Und haben da wirklich keine gute Leistung gezeigt. Und ich glaube, sie werden sehr gewillt sein, dass das jetzt besser aussieht. Moritz, dein Eindruck von Schalke 04 vorhin? Nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Nicht mal nicht ganz, sondern überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe, wie sie hier auftreten. Aber sie scheinen hier wirklich das Ganze wieder wettmachen zu wollen. 1:0 nach einer gespielten Minute durch Erik Lantner. Schöner Abschluss da ins lange Eck. Und die Führung für die Schalker. Geht doch, möchte man sagen. Genau. Genauso hatte sich das Trainer Willi Landgraf wohl auch schon im ersten Spiel vorgestellt. Und direkt die nächste Chance für S04. Gute Parade da vom Keeper der Frankfurter. Ecke ausgeführt. Das ist die Chance zum S-Torwart-Tor. Gut gehalten. Wieder vom Frankfurter Keeper. Guter Abschluss da von Phil Lenuweit. Gut freigemacht bei der Ecke, angespielt und dann der Abschluss allerdings zu unplatziert. Man hat hier wirklich den Eindruck, als wenn Schalke Bock hat im zweiten Spiel. Machen hier richtig Druck in den ersten zwei Minuten. Kommen immer wieder zum Angriff und deshalb auch direkt mal der Wechsel bei den Frankfurter. Blockwechsel, nicht mal zwei Minuten gespielt. Da will Trainer Sandro Stupia anscheinend direkt mal neue Akzente setzen. Nicht zufrieden mit dem Auftritt seines ersten Blocks hier in der ersten Phase dieses Spiels. Aber jetzt vielleicht. Überzahlmöglichkeit gut geklärt und die Kontermöglichkeit jetzt für die Schalker. Aber Nationalspieler Luis Kolbe ist erstmal dazwischen. Allerdings wieder der schnelle Ballverlust der Frankfurter und der schnelle Ballgewinn für die Schalker. Aber bisher häufig gesehen in dieser Partie. Die Frankfurter immer wieder mit Ballgewinn in der Defensive, allerdings dann sofort mit dem Wegschenken des Ballbesitzes. Wir sind noch unsauber in allen Aktionen. So, nächster Versuch. War quer gespielt, kein Abnehmer. Das rübergelegt jetzt, erster Schuss. Versuch, Ada Temur. Nationalspieler. Auf Abruf, da haben wir Willi Landgraf, den Rekordspieler der zweiten Liga, Sympathieträger. 481 Zweitligaspiele, Rekordspieler für Alemannia Aachen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, 6-mal im UEFA Cup, so hieß der Wettbewerb damals noch. Und heute Trainer der U16 in der Knappenschmiede. Einer der besten Jugendabteilungen in Deutschland. Zeigt auch so ein bisschen die Hall of Fame, die hier schon beim Freeway Cup war. Gehört ja, wie zum Beispiel Bastian Reinhardt oder auch Heiko Gerber vom VfB Stuttgart zu eben jenen Trainern, die nicht nur als Spieler Karriere gemacht haben, sondern auch jetzt als Betreuer, als Trainer an der Seitenlinie. Und fast der Ausgleich für die Frankfurter. Riesenrettungsaktion da auf der Linie. Der Schalker hat da sicher ein Beispiel genommen an Michael Gregoritsch gestern Abend, der ja beim Bundesliga-Auftakt gestern beim 2:0 Sieg der Schalker gegen Borussia Mönchengladbach auch in der ersten Halbzeit einen Kopfball von der Linie klärte. Eben genau das gleiche hier
jetzt von der Nummer 5 der Schalker, von Dennis Milic. So, hier nochmal. Wunderbar eingefangen und zack, den hat er noch wegge. Das ist die Mentalität, die man bei Schalke sehen will. Also, Tapetenwechsel zum ersten Spiel. Ganz anderer Auftritt von Königsblau, die jetzt schon wieder anrollen. Das ist unsauber gespielt. Die Frankfurter keine gute Passquote. Immer wieder ein Stück zu lang oder zu kurz. Tabellenzweiter in der Hessenliga. Oh. Eieieiei. Da muss es eigentlich klingeln, oder? Schalke lässt was liegen. Wir holen die Spardose wieder raus, wenn sich das mal nicht rächt. Und zwar in diesem Moment mit Ansage. Da muss Schalke das 2-0 machen. Stattdessen bestraft das Dritan Makai mit dem 1:1 Ausgleich. Gerade angesprochen und schon klingelt es auf der Gegenseite. Mit Blick auf unser Phrasenschwein, was sich immer weiter füllt. Wer sie eben vorne nicht macht, der bekommt sie hinten. Wenn es die Wahrheit ist, ist es keine Phrase. Die Schalker bestraft für ihr schlampiges Angriffsspiel da. Quasi in der Aktion vorher, als sie 2:2 gegen den Torwart sind und das Ganze nicht gut ausspielen. Der Pass schlecht kommt und dann eben der Ausgleich für Eintracht Frankfurt. Ruppiges Einsetzen da an der Bande und das ist die 2-Minuten-Strafe. Wieder ist es Christian Obering, der da einen Spieler des Feldes verweist. Die Nummer 5 der Eintracht. Lukas Danwoski Franco. Finde ich gut. Bestraft das Einsteigen an der Bande konsequent, finde ich gut und wichtig. Das sind nun mal die gefährlichsten Szenen hier in der Halle. Sicherlich war das jetzt nicht das Foul, aber es hätte halt noch schlimmer ausgehen können. Und deswegen finde ich das völlig richtig, frühzeitig hier auch eine Marke zu setzen und zu sagen, Jungs, sobald ihr an die Bande geht, geht es halt mit 2 Minuten Arme runter. Ja, definitiv. Das ist eine klare Linie, die der Schiedsrichter vom SUS Holzhausen da zieht. So, jetzt gucken wir mal aufs Überzahlspiel. Bin sehr gespannt. Du musst jetzt eigentlich ja viel den Ball laufen lassen. Du musst immer wieder 2-gegen-1 Situationen schaffen, um dann wirklich die Spieler frei zu spielen. Und dafür musst du den Ball wirklich zügig durch deine Reihen laufen lassen. So, gute Drehung jetzt. Aber das 1-gegen-1 ist gar nicht nötig. Unnötig. Genau, und gegen den Ball heißt es jetzt vorne Druck zu machen. Obering nochmal das Maßband raus. Jetzt passt alles. Interessante Variante da. Gar nicht abgelegt, einfach einmal angestupst und dann mitgenommen. Macht sich allerdings nicht bezahlt. Schalker sind da eng genug dran. Oh, Luis Kolbe jetzt mit dem gefährlichen Ballverlust und die Chance für die Schalker. Und dann ist es Sören Schmidt, der da zur Stelle ist im Kasten. Der Frankfurter kann zur Ecke klären, kommt er rein. Segelt dann Mann und Maus vorbei. Nächste Hereingabe. Abgeblockt.
wieder der Ballverlust davon Kolbe in der Offensivbewegung. Und wieder ist es die Riesenchance für die Schalker, diesmal in Person von Abnor Murati. Da nochmal die große Möglichkeit, gut vereitelt. Die Frankfurter machen das gut in Unterzahl. Wieder die starke Parade von Schmidt. Nicht zu schlagen gerade. Und Frankfurt hat die Unterzahl überstanden. In diesem Moment aufgefüllt. Schalke hat das Ganze nicht mit einem Torerfolg vollenden können. Und das jetzt dann eher die Methode Holzhammer. Langer Ball vom Keeper, das Foulspiel von Luis Kolbe. Und es gibt den 9 Meter. Oh, war der innerhalb. Schiedsrichter Obering zeigt da auf den Punkt. Müssen wir uns noch mal anschauen. Ja. Das war innerhalb. Danke an die Regie. Perfekt. Klasse. Eingefangen vom Team von Kamera OWL. Foulspiel beginnt innerhalb. Und deshalb korrekte Entscheidung hier von Obering, auf den Punkt zu zeigen. Und die große Möglichkeit. 2 Minuten 15 vor dem Ende der Partie für die erneute Führung der Schalker. Eiskalt. Führung für Königsblau. Schmidt chancenlos. Also, es könnte den ersten Dreier geben für die Ruhrgebietskicker. 1,40 vor dem Ende. Nächster Ballgewinn. Kontermöglichkeit jetzt für die Schalker. Gute Möglichkeit und er sitzt und er passt durch Schalkes Nummer 10, Erin Özat. Der Ball wollte gar nicht wieder raus aus dem Netz. Den hat er da versenkt, wohin gehört. Hier sehen wir es jetzt. Zack. Mit Wumms. Letzte Minute läuft nun in dieser Partie. Frankfurt mit dem Null-Punkte-Start. 1-3 gegen Werder, 1-3 gegen Schalke. Und als nächstes kommt noch heute am Abend der BVB. Versuchen es dann nochmal die Frankfurter über Mehdi Lune, ja auch U16-Nationalspieler. Wird da allerdings zu Fall gebracht, gibt nochmal den Freistoß. Allerdings keine allzu gefährliche Position. Bauen der Spieler jetzt nochmal über ihren Torhüter, über Schmidt auf. Schon in der gegnerischen Hälfte. Dann allerdings der Fehlpass. Ball landet allerdings bei den Frankfurtern. Und da war sich Phil Lenuwei nicht ganz sicher. Darf ich den Ball jetzt direkt ins gegnerische Gehäuse werfen? Da war nämlich Schmidt ganz schön weit vor seinem Kasten, hat sich dann dagegen entschieden. Spiel kurz ausgeführt und die Frankfurter nochmal am Drücker abgeblockt. Und dann haben wir noch 3 Sekunden auf der Uhr. Eine Sekunde noch. Das Spiel ist jetzt vorbei in diesem Augenblick. Schalke 04 gewinnt mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt. Fährt ihre ersten 3 Punkte ein. Und wir sind gleich zurück.